Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind immer noch in der Journey Cross Country unterwegs. Die 21. Challenge der antizipierten Matchups steht an. Es geht gegen die Tennessee Titans. So, Jaguars at Titans. These two tough defenses rarely gave up points. So this may be a game where the defense will make the game winning play. Ja, Jaguars große Enttäuschung in dieser Saison. Bei den Titans ging es so ein bisschen auf und ab. Tolle Spiele haben schwache Spiele abgelöst. Das war so ein Achterbahnteam in der Saison. Aber ich glaube, die haben eine gute Tendenz mit Mike Vrabel, dem ehemaligen Spieler der Patriots. Haben sie einen sehr, sehr guten Head Coach, der die ganze Sache doch deutlich offensiver und aggressiver angeht, als in der letzten Saison, wo die Titans ja die Playoffs zwar geschafft, aber grottig gespielt haben, danach ihren Head Coach rausgeworfen haben. Was auch mal eine interessante Taktik ist. Aber ich glaube, bei den Titans, wenn sie da an Rabel festhalten, wo so sieht es aber auch aus, wird sich was entwickeln. Man sieht da jetzt schon gewisse Ansätze und das sieht sehr, sehr interessant aus. Wir müssen sie jetzt erstmal schlagen. In der normalen NFL-Saison haben wir zu Hause gegen die Titans verloren. Das tat richtig weh. War die erste Heimniederlage in der Saison. Bis jetzt auch die einzige. Sanders, Elliott und Ryan Shazier auf Seiten der Titans. Auswahl von Delaney Walker, Joel Casey und Malcolm Butler. So, dann schauen wir mal, was wir hier für eine Konstellation haben. Wir haben einen ersten Versuch und 10 an der eigenen 25-Yard-Linie. Wir liegen mit 6 Punkten hinten. Wir sind schon beim Two-Minute-Warning. Wir haben noch zwei Auszeiten. Die Titans keine. Spielt jetzt ja auch schon eine Rolle. Das heißt, wir müssen hier einen Touchdown-Drive hinlegen. 75 Yard in die Endzone. Mit zwei Timeouts ist das aber, würde ich mal sagen, machbar. Wenn wir nicht irgendwie wieder wilde Interceptions werfen. So, wir schauen mal, was wir hier haben. Sharp meine Hauptanspielstation. Gallup ist meine Sicherungsoption. Ich schaue mal, ob Keyshawn Johnson 1 gegen 1 hat. Nein, der Safety läuft mit. Das heißt, ich gehe auf meinen Rookie. Gallup. Kopf runter, First Down holen, wunderbar an der 38-Yard-Linie. So, hier nehme ich die Four Verticals, aber in einer anderen Option. Wir laufen jetzt komplett, hier sind wir auf der linken Seite mit unseren Receivern. Trotz alledem werde ich auf Shannon Sharp versuchen zu gehen. Sofern nicht einer von meinen Jungs hier komplett frei sein sollte. Was nicht der Fall ist, aber Shannon Sharp ist es. Schöner Spin-Move, fast ein First Down, nicht ganz, glaube ich. Das dürfte ein Second and Inches sein. Nein, hat doch gereicht. Noch besser. Was wollen wir denn mehr? So, jetzt nehme ich mal die klassischen Four Verticals. Hauptsächlich jetzt auf der rechten Seite die Receiver angeordnet. Ich achte auf Sharp und auf Keyshawn Johnson. Ja, ich gehe auf Keyshawn Johnson, denn der hat da ein 1. Oh, ist der schnell. Wahnsinn. Wahnsinn. Das war aber auch so ein Pass, das hätte ich mir früher mit Prescott nicht erlauben können, weil er so weit nicht geworfen hat. Aber mittlerweile tut das. Ja, Riesenplay. Muss man nicht drüber reden. Wir gehen in Führung, allerdings ging das sehr, sehr schnell. Wir haben noch 58 Sekunden jetzt vor dem Kickoff auf der Uhr. Und führen nur mit einem Punkt. Die Titans haben zwar keine Auszeit mehr. Aber ihnen reicht ja auch ein Field Goal, um hier wieder in Führung zu gehen. Und uiuiui. Das wäre ja schon mal ein schlechter Anfang gewesen. Der Return geht immerhin bis an die 29-Yard-Linie. Jetzt kommt Marcus Mariota aufs Feld. Erster und 10 an der 59, 54 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Erster und 10. Schneller Pass von Mariota. Guter Tackle. Erster und 10 an der 44. Die Titans werden den Ball spiken, um die Uhr anzuhalten. Geben also einen Down ab. Heißt zweiter und 10. Ich bin froh, dass ich noch zwei Auszeiten habe, aber ich weiß halt noch nicht, wie wir die effektiv einsetzen können.
Solange die Titans noch nicht in Free Throw Range sind, erstmal überhaupt nicht. Und das war sehr gut. Klasse gemacht von DeMarcus Ware. Tackle for Loss. Nach diesem Complete Pass. Dritter und 12. Wir lassen die Safeties blitzen. Dann Mariota muss den Ball wegwerfen. Zu viel Druck. Schade, sich hier hätte in Ruhe einen freien Receiver aussuchen können. Vierter Versuch und 12. So, ich gehe wieder auf mein End. Die Markus Wehr. Vielleicht der spielentscheidende. Und der ist intercepted. Ja, dreimal dürfte raten, wer das wieder war. Das sah wieder schwer nach Waltz aus. Unglaublich. Erster Versuch und 10 an der 36-Yard-Linie. 16 Sekunden noch zu spielen. Ich drücke jetzt meinem Running Back, Eddie George in dem Fall hier, den Ball in die Hand. Kommt bis an die 42-Yard-Linie. Zweiter und 3. Vielleicht schaffen wir noch einen Spielzug, aber danach ist diese Challenge auch vorbei. Ja, meine Defense hat das Spiel gewonnen. Und natürlich Keyshawn Johnson mit diesem Bombenpass. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.